Freunde, es geht weiter im Programm. Diego White ist am Start. Jetzt geht es um Katja Krasavice Intro. Ist ein krasser Deep Talk geworden, habe ich gehört. In den Trends Platz 3. Ab sofort ist das neue Album Pussy Power und die Limited Box zum Vorbestellen. Und ja, wir gehen direkt mal rein in die Masse und schauen uns, was die liebe Frau uns hier gezaubert hat. Oh fuck, wir haben Copyright vergessen. So, gehen wir mal wieder zurück. Okay. Die Fußnägel auch passend zur Frisur lackiert. Neunzehnhundertsechsundneunzig habe ich das Licht der Welt gesehen, wachte auf im Plan. Okay, das Baby soll wahrscheinlich dann jetzt ihr sie spiegeln. Sie kam zur Welt 1996. Plattenbau, denn Mama hat das Geld gefehlt, keine Rettung mehr zur Zeit. In der Tschechoslowakei hatten Hunger, aber keiner, der die Rechnungen begleicht. Und er sagte, er ist da, später lässt er uns allein. Keine Aussicht, und ich schwör's dir, es könnte dreckiger nicht sein. Zwischen Drogen, Prostitution und Gesetzlosigkeit. Ja, sie rappt über ihre Vergangenheit, dass es nicht schön war im Plattenbau. Das Übliche, ihr kennt's, das ist ein bekanntes Problem, dass leider Menschen ohne Geld, ohne viel Geld, leider, ja. In diese, wie sagt man das am besten, in diese Milieus schmeißt. Und die Kinder tragen meistens eine leichte Psychose davon, psychische Probleme, können das nicht verarbeiten oder ja, sie tun so, als ob sie das gut verarbeitet haben, aber hinten im Kopf steckt es dann auch drin. Und ja, die rappt jetzt auch wieder davon. Wollte sie uns von den Fesseln befreien, also fuhren wir nach Deutschland mit etwas Hoffnung in der Reisetasche. Vier Kinder und sie wollte keinen alleine lassen. Du hast gemacht, was du musstest, Mom. Andere wären daran kaputt gegangen. Papa lügt mich ständig an und sagt mir, ich. Okay, scheint so zu sein, dass es eine leichte oder eine gewaltige Abrechnung auch mit dem Vater ist. Ich lieb dich, mein Schatz, aber Papa ist betrunken und weiß nicht, was er macht. Überall Whisky und Schnaps, sitzt im Zimmer bei Nacht, wieder mal Krache. Sie streiten und aus Liebe wird Hass. Siehst du, wie tief ihre Wunden sind? Wenn der Mann, der sich der Vater nennt, auf einmal deiner Mutter droht, sie umzubringen, danke. Okay, Vater war wohl Alkoholiker. Feier ich nicht. Papa, danke dir. Meine Freunde hatten Angst vor dir. Sah, wie alles seinen Glanz verliert. Wir sind gegangen und nie wiedergekommen. Anstatt mir meinen Wert zu zeigen, hast du ihn mir genommen. Warum bist du nur so seltsam? Warum kannst du dich nicht ändern? Du nanntest dich mein Vater, doch für mich bist du ein Fremder. Nanntest dich Vater oder mein Vater und für mich warst du wie ein Fremder. Ah, sieht auch traurig aus, das Mädchen. Schade. Ne, wünscht man keinem so. Immer im Rausch und die Lichter gehen aus. 3 Jahre Anklage wegen Kindesmissbrauch. Ui. Das allerletzte Mal vor Gericht gesehen. Doch es fiel mir so schwer, dir ins Gesicht zu sehen. Wir standen wieder mal allein, da hat der Weg sich gelohnt. Nacht- und Nebelaktion, wir waren. Okay, sie wirft einen Missbrauch. Mach mal hier das Licht an. Es gab wohl einen Missbrauch, aber ich weiß nicht, ob jetzt die Katja missbraucht wurde oder die Freundinnen. Ich glaube, ich hatte mal was gehört. Ja. Scheiße natürlich. Vom Leben gewohnt, haben alles, was wir hatten, in einen Kleinwagen verstaut. Plattenbau, raus aus Papas sein Familienhaus. Aber trotzdem immer dankbar, auch wenn eine Menge fehlt. Viele Krisen, doch wir blieben auf dem rechten Weg. Sie gab alles, denn sie wollte uns immer lächeln sehen. Starke Mutter, Respekt. Starke Mutter, wirklich Respekt. Und ja, gut, dass Katja aus ihrer Wut Kreativität ausgeschöpft hat und
heute Erfolg hat und der Mutter da inshallah alles zurückgeben kann. Mama ging putzen, damit es uns nicht dreckig geht. Von ihrem letzten Geld holte sie die erste Cam. Von der ersten Cam kamen auch die ersten Fans. Von den ersten Fans kam auch der erste Benz. Auch wenn sie mich das letzte nennen, setzte ich als erste Trends. Diszipliniert hab meine... Boah, heftig. Mama holte aus ihrem ersten Lohn oder so, ersten Geld, meine erste Cam. Aus meiner ersten Cam wurde Fame, kam Geld und kam der erste Benz. Puh, mein lieber Scholli. Mensch kreiert, bin ich wie ihr, hab mich nie angepasst, jetzt wollen sie kopieren. Neue Schule, aber was für ein Gefühl, wenn sie dich auslachen und du zum Lehrer gehst und die das auch machen. Ich hielt mein Fokus und der Rest war mir egal. Mit Mini-Rock im Sekretariat und der Lehrer, der mich fragt, warum denn mein... Geil, ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie die Einzige war, die so dieses Mindset hatte oder in die Zukunft sehen konnte, dass YouTube groß wird und dass sie an sich glaubt und jeder hat die wahrscheinlich ausgelacht im Klassenzimmer, die Lehrer etc. pp. Und heute sind wahrscheinlich ihre Ex-Klassenkameraden die größten Fans. Mein Klamottenstil so offen ist, wenn er nur wüsste, dass ich innerlich verschlossen bin. Ein paar Jahre später kamen die ersten Manager, A&Rs, Verträge hier, Verträge da, Songs in den Charts, aber das Konto am Arsch. Sie haben nach Fotos gefragt, wie bei einem Hollywood-Star. Okay, Songs in den Charts und Konto 0 auf Minus. Sie wollen mein Leben kritisieren, aber reden nicht mit mir. Hab Gewinne verdoppelt und so Probleme minimiert. Meine Brüder früh verloren, also erzähl nichts von Problemen. Deswegen könnt ihr haten, denn ich hab eh nichts zu verlieren. Ich wollte nie sein wie ihr. Keiner hat's verstanden, keiner von den Freunden und keiner von... Ich wollte nie sein wie ihr, keiner hat's verstanden, keiner von Freunden, keiner von... Woher kenne ich das? Von Sido, ne? Von Sido. Welch, der Trackname fällt mir jetzt nicht ein. Geil, hat die gut eingebaut. Den Verwandten, nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. Ließ mich blenden von falschen Diamanten. Jede Nacht dafür gebetet, genau als keiner da war. Schickte Gott mir einen Nadler. Danke Drilon, ganz egal was passiert, du stehst in... Ja, Dankeschön an ihren Manager Trilon. Hinter mir, so wie ich hinter dir. Sie haben keinen Plan, auf wie vielen Bühnen ich stand. Psychisch erkrankt, hört auf, ich bin müde, verdammt. Sah das Böse in den Menschen, denn sie lügen dich an. Ich nehme die ganzen Puzzleteile und füg sie zusammen. War stark, geiler Track, muss man sagen. Respekt. Geiler Real Talk, deep. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Daumen hoch, Freunde, auf jeden Fall. Machen wir so Deep Talk. Deep Talk in Man. Freunde, was sagt ihr? Ich bin krass überrascht. Und ja. Stark, hätte ich jetzt nicht erwartet von der Katja. In diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Das war euer Diego White. Passt auf euch auf. Bis dann.